Herzlich willkommen. Es scheint jetzt im Moment ein bisschen, das wird uns vorgeworfen, so zu sein, dass man Autoverkehr die benachteiligen. Es ist einfach aber eine sehr pragmatische Politik, wo wir sagen, wir haben nicht mehr Platz, um noch mehr Autoverkehr zu bewältigen, namentlich in den Hauptverkehrszeiten. Damit meinen wir jetzt nicht, dass wir mehr Autos ins Stadtzentrum die bringen. Das ist ja klar, dass hier nicht mehr Platz hat. Es hat auch keinen Platz mehr für weitere Strassen. Aber die Stadt Luzern besteht eben nicht nur aus der Seebrück, sie besteht aus der ganzen Region inklusive. Der neue Gebiet liegt auch in Spühl, das sich im Moment sehr stark entwickelt, wo wir hunderte von Wohnungen bauen, mit tausenden von Leuten, die dorthin kommen. Und dort soll eben auch ein Wachstum möglich sein. Uns ist es eigentlich auch wichtig zu sagen, oder mir ist es auch wichtig zu sagen, es geht uns nicht um eine linke oder rechte Verkehrspolitik, sondern wir müssen wahrscheinlich einfach eine vernünftige Lösung finden. Und wir haben alle ein bisschen eine andere Idee, was das wäre. Es ist auch nicht so, dass unser Reglement, das neue Reglement, nachher die gesamte Verkehrspolitik über den Haufen rühren würde. Wir wollen ja auch, dass der ÖV und der Langsamverkehr weiterhin priorisiert werden. Aber es muss eben auch beim motorisierten Individualverkehr ein Wachstum möglich sein. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Also, wenn Sie sagen, Sie wollen das ermöglichen, dass die Leute vermehrt umsteigen, ist doch das, sind doch das genau die guten Busverbindungen zum Beispiel. Und für das muss man doch dann eigentlich durchgehende Busspuren machen, die ihr ja relativ vehement bekämpfen. Nein, wir können die nicht relativ vehement bekämpfen, es kommt nur immer darauf an, wer alles darunter muss leiden, oder? Wir haben ja schon ein S-Bahn-System. Man kann auf die S-Bahn umsteigen und kann dort auch Park and Ride machen. Es ist nur entscheidend, dass man eben den vielleicht motorisierten Individualverkehr, das ist nicht nur vielleicht, sondern dass man dem auch eine Alternative bietet, eine Alternative, eine gewisse Verbesserung, vielleicht an einem anderen Ort. Und ich sage jetzt gerade, wenn man als Kompensation natürlich zu dem Rechtsabbieger beim Bahnhof dafür ein Parkhaus Musäcker bekämpft, dann muss ich als Rüstbühler ja nicht mehr in den Bahnhofparking gehen. Dann bin ich auch nicht mehr auf den Rechtsabbieger angewiesen, sondern kann man sagen, wir haben im Musäcker oder eben beim Metro eine Alternative. Adrian Borgola? Ich muss jetzt schon kontern. Also das tönt jetzt sehr verharmlosend, was die Initiative selber bewirken. Ich verstehe nicht genau, was denn eigentlich der wirkliche Kerninhalt von der Forderungen zu sehen sind. Also die Initiative ist so ein bisschen wischiwaschi-mässig formuliert, was wahrscheinlich einfach grosse Zänkereien würde geben. Einer der Hauptpunkte ist einfach, dass man sagt, es muss ein moderates, ein kleines Wachstum möglich sein. Das ist einer der Hauptpunkte, die wir haben. Und der Rest unserer Initiative ist eigentlich nur eine Lösung, die daraus folgt. Eben, wenn man sagt, die Plafonierung, wie sollte man aufheben? Aber was heisst das konkret? Das ist ja gar nicht realisierbar. Man könnte in der Stadt nicht mehr Autoverkehr reinbringen, ohne dass es mehr Stau gibt. Es ist halt in Luisbühl und es ist beim Seetalplatz, aber das ist auch Stadt. Du redest immer viel Verkehr. Ja, aber dort macht man auch etwas, oder? Ich möchte darauf hinweisen, dass wir in der Stadt und jetzt in der gesamten Stadt, Peter, haben wir immer noch ein Wachstum von Parkplätzen. Immer noch. Wir haben bei den öffentlichen Parkplätzen entgegen dem, was da im SVP Kurier geschrieben ist, ein Abbau von 100 Parkplätzen, haben wir in den letzten 15 Jahren immer noch eine Zunahme von Parkplätzen gehabt. Also man muss sagen, ein sehr grosser Teil ist eigentlich Freizeitverkehr und das ist gar nicht Verkehr, der wegen dem Arbeitsplatz stattfindet. Und da wäre es glaube ich, sicher Möglichkeiten, dass die Leute auch umdenken. Wenn wir nur in der Freizeit kommen oder nur aus Blausch in die Stadt kommen, nicht können verbieten, mit dem Auto zu kommen, wenn man halt einfach schauen, dass man denen eine attraktive Alternative geben kann, freiwillig wächst. Und wie wäre das? Hat nachher wirklich das Velo ein Drittel vom Strassenraum, wie das da die SVP irgendwie verspricht? Wenn ich das Bild anschaue, sage ich, so schlecht wäre das gar nicht. Das Velo hat ein Drittel vom ganzen Platz und das Auto hat eine Spur.